Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben, mit einem Blauflieder und Kantar. Hey. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Okay, schieß los. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Warte mal. Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. warte mal, was denn? Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Nein. Hör zu, du bekommst den Schein von mir, jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Vergiss es. Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Vergiss es. Nee. Nein. Deinen Schein kannst du behalten. Da habe ich dich wohl falsch eingeschätzt, was? Naja, willst du was anderes? Kann ich dich für meine Waren interessieren? Wenn du sie mir schenken willst, so wie den Schein. Zeig mir deine Ware. Andererseits... Such dir was aus. Es ist ja nicht geschenkt, wenn er einen Gefallen von mir will. Sondern letzten Endes nur ein mir unbekannter Preis. Ein Amulett der Geisteskraft. Schutz vor Magie 10. Interessant, aber kann ich mir nicht leisten. Alles andere kann ich mir irgendwie auch nicht leisten. Aber ich kann immer schauen, ob ich irgendwas verkaufen kann. Zum Beispiel... Ja, tatsächlich. Diese ganzen dämlichen schweren Äste, die ich hier habe. Diese dämlichen 5 Dolche, die ich habe. Und den Nagelknüppel. Oh, warte mal, den könnte ich sogar benutzen, oder? Macht der nicht sogar mehr Schaden? Als mein Schwert? Das weiß ich gerade gar nicht. Als mein Wolfszahn. Steckbriefnachricht will ich behalten. Schlüssel sowieso. Damit könnte ich vielleicht nachher Tränke brauen. Ja, Goldbrocken. Sofort behalte ich mal. Und einen Ring brauche ich auch nicht. Wie gesagt, bei der Steintafel, sobald ich die lesen kann, lerne ich was. Ich muss weiter. Von mir aus. Deswegen will ich die gerne behalten. Ja. Ich will noch kurz schauen, der... Ach nee, der macht 30 Schaden. Und er gibt mir sogar 3% Bonus auf mein Einhandtalent. Deswegen ich 23% habe, obwohl ich nur um 10% gesteigert habe vorhin. In der letzten Folge. Ich sag ihm immer vorhin, wenn ich letzte Folge meine. Dumm, eine Spruchrolle. Die nehme ich mal an mich, ne? Kann ja nicht schaden. Hat er ja auch nicht gesehen. Und wenn mich alles täuscht, steht hier so ein Typ. Genau. Hey, Fremder. Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde von Banditen überfallen. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Puh, jetzt glaubt er mir zumindest, dass ich selber kein Bandit bin. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Kavalorn. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich es war. Das hast du reininterpretiert, aber dankeschön. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Ich brauche bessere Ausrüstung.
Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Wo finde ich Lobert? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Gut zu wissen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Wölfe! Nein, ein Wolf. Meiner! Ja! Meine Erfahrung. Oh. Das ist in keinem Kommentar wert. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich, wenn die NPCs dann die Monster töten. Das hat ja Cavalorn oben auch gemacht mit den Goblins, die da waren. Ich meine, es ist zwar dann schön, dass die Gegner weg sind, aber ich krieg halt die Erfahrung nicht. Die hätte ich halt gerne, weil ich hab's ja schon erwähnt, die Erfahrung ist hier knapp. Es wurde alles schwerer, es wurde alles teurer zu steigern. Und deswegen hätte ich gerne so viel Erfahrung wie möglich. Hallo Lobert. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? In Anbetracht der Tatsache, dass ich vor einem Bauern stehe und von ihm gerne etwas hätte, nämlich Ausrüstung und vielleicht Platz zum Schlafen für die Bauern. Für die Bauern? Ha! Ona, dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Ja, was ist denn mit Kleidung? Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Du könntest einen Teil des Preises abarbeiten. Wenn, falls du jemand bist, der Arbeit sucht. Dann, was kostet die denn? Was kostet die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. Malit sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 60 Goldstücke. Warte mal. Was kann ich denn arbeiten? Ist mir noch zu teuer. Wie du meinst. Ich versuche jetzt mal hier einen auf... ich habe ja vorhin bei Innos schon so viel Geld ausgegeben. Was kann ich denn ich suche Arbeit. Arbeiten? Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Dankeschön. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Oh nein, Feldarbeit. Was soll's. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Bevor du dir was anders überlegst? Was ist ja nicht los? Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Interessant, aber das war jetzt erstmal genug geredet und ja, um so ein bisschen mal einen Überblick zu kriegen, was es hier so alles gibt. Was hier gerade so abgeht. Die Paladine sind in der Stadt und natürlich wollen die alle durchgefüttert werden. Und deswegen lässt halt der, keine Ahnung, König oder Statthalter, nehme ich an, wohl immer mehr Essen von den Bauern holen, die dann natürlich immer weniger für sich selber haben, die dadurch verarmen oder vielleicht auch selber nicht genug haben. Und da ist es eigentlich nur verständlich, dass sie sich so irgendwann mal auflehnen. Und damit haben wir eine ähnliche Situation wieder wie im ersten Teil. Die freien Bauern, die sich losgesagt haben, sind so eine Art neues Lager, die sich befreien wollen, nur halt diesmal nicht von der Barriere, sondern von der Knechtschaft durch die Paladine. Und die Stadt sind natürlich dann die Paladine selbst, quasi die Guten, oder die zumindest so tun, als wären sie die Guten, die Recht und Ehre, Recht und Ordnung bewahren oder angeblich
tun oder vorgeben zu bewahren. Ja. Und als drittes im Bunde gibt es dann statt den Sektenspinnern, die im Übrigen im ersten Teil, glaube ich, auch magisch begabt waren. Ja, doch richtig, Corcalom hat ja das Minecrawler-Sekret gebraucht, mit dem er den magischen Fokus auf die Fokussteine, glaube ich, gesteigert hat. Genau, analog dazu gibt es dann halt die Feuermagier. Und ich schaue mich jetzt hier mal noch so ein bisschen um. Erforscht noch ein bisschen. Das Schaf oder die Schafe hier sollte ich besser nicht töten, denn die gehören ja den Bauern. Und wenn der das mitkriegt, dann bin ich dran. Ja. Das eine Schaf fällt mir gerade auf. Meinten sie ja, wäre geklaut worden. Vielleicht ist das ja das Schaf, das ich am Anfang in der zweiten Folge getötet habe. Vielleicht ist es ja gar nicht geklaut worden, sondern einfach nur weggelaufen. Das kann ja auch sein. Oh, Betten. Sehr schön. Gut zu wissen. Vielleicht kann ich in der Scheune schlafen. Jetzt erstmal die Rüben abliefern. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Ich nehme den Rabatt. Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Söldner? Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Söldner? Sind das vielleicht die entflohenen Söldner oder so? Oder Gefangene aus dem ehemaligen Gefängnis? Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Sag ich doch. Was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Ey, ja natürlich, die sind ganz schlimm. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Moment, wie war das? Wenn man für den König ist, wird man ausgeblutet und von Ona angegriffen. Und wenn man für Ona ist, wird man nicht vom König ausgeblutet und nicht von Ona angegriffen. Warum genau haben die jetzt Entscheidungsprobleme? Verstehe ich nicht. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Gut, das mache ich doch mal. Die Rüstung oder die Landarbeiterkleidung kostet noch 50 Goldstücke. Boah, ich arbeite mal noch ein bisschen mehr. Warum auch nicht? Hey, ein Buch! Und was steht da? Moment. Jetzt, oder? Hä? Wie? Das ist nur eine Attrappe. Oh, ich bin enttäuscht. Andererseits, was habe ich von Bauern auch erwartet? Habt ihr auch einen Knopf am Kamin? Nee, habt ihr nicht. Bauern mit Büchern gibt es ja dann doch eher ein bisschen selten. Oh, ich glaube, hier kann ich mir mein Fleisch braten, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Inklusive Grafikfehler. Und dann habe ich ja genau gebratenes Fleisch, das 12 Lebenspunkte halt, statt 6. Aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig. Das werde ich wieder offscreen machen, wie schon im ersten Teil. Stattdessen suche ich mir jetzt mal die Frau des Bauern. Hier, Hilda, guten Tag. Das wurde ja schnell abgewürgt. Oh, hübsches Bild da im Hintergrund. Über dem Bett. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Eine Pfanne? Okay. Ja, das Gold lege ich aus. Die hat ja nur 20 oder so gekostet. Kriege ich hin.
Die Frage ist, finde ich jetzt noch jemanden auf den Feldern, um mir nochmal eine Feldarbeit zu schnappen? Ich schau mal hier. Ich sagte, ich schaue, nicht ich ruckle. Na, sieht aber nicht so aus. Die sind wahrscheinlich alle schon im Bett. Was? Was ist das denn? Ein Kampf. Wo? Warum? Wer? Gegen wen? Ah! Hilfe! Komm her! Zwei! Oh, wow! Sehr schön. Ich muss das Spiel gerade mal loben. Im Vergleich zum ersten Teil ist das deutlich kampffreundlicher geworden. Das hat gerade automatisch die zweite Blutfliege anvisiert, nachdem die erste besiegt war. Das finde ich super. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe Gothic 1 auch viel häufiger durchgespielt als Gothic 2. Ich glaube Gothic 2 nur ein oder zweimal. Den 1er sehr oft. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So, die Pfanne hat vorhin, glaube ich, 20 gekostet. Ja, alles klar. Gut, er will mich nicht über den Tisch ziehen. Kann ich immer nicht Gold verkaufen? Nee, ne? Sumpfkraut könnte ich ja auch mal rauchen. Gibt bestimmt Erfahrung oder so. War zumindest im ersten Teil so. Ich muss weiter. Von mir aus. Dass man beim ersten Mal Sumpfkraut rauchen, glaube ich, Erfahrung gekriegt hat. Ach, wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach. Ist doch egal. So. Außerdem ist dunkel, sieht keiner. Was soll schon passieren? Siehste? Genau. Was soll schon passieren? Wow. Drogen. Drogen könnten passieren. Okay, zugegeben. Das hatte ich nicht bedacht. Ah, schön. Ach komm, wisst ihr was? Ich werde jetzt mal meinen Rausch ausschlafen. In der Hoffnung, dass die mich da drin nicht rausschmeißen oder so. Ich meine, wer würde schon so einen Junkie... Kann ich mir einfach nehmen, ohne dass jemand was merkt? Ich meine, die Wirkung hat gerade nachgelassen. Ach nee, hat sie nicht. Aber egal. Bevor jemand den Beutel bei mir findet, dummdi-dumm, vernichte ich mal die Beweise. Und leg mich dann einfach mal schlafen. Und das ist auch eine wunderbare Gelegenheit, um euch zu danken, dass ihr zugeschaut habt und tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal.